Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder und Mandy Rose hat mal wieder was für uns. Es geht um unsere United States Championship und in einer Six-Man Battle Royale sollen wir diese verteidigen. Und wisst ihr was? Ich nehme diese Storyline an. Wir sind zweifache Champion und es wird Zeit, einen Titel zu verlieren. Und das wird United States Championship. Was? Spoiler. Nein. Wir sind natürlich stolzer Doppel-Champion. Ich verstehe die Frage nicht. Und nun dann schauen wir, was passiert. Who enters first? Und das werden wahrscheinlich wir sein, ne? Weil wir immer die Person sind, die als erstes reingeht. Und werden wir diesmal auch die United States Championship und den Hüften schnallen oder wieder, ja. Ist Top Champion. Der erste ist Samoa Joe. Erkennt man an der Musik. Der nächste ist Tommaso Ciampa. Willst du wieder wissen? Die Gesichter, die kommen mir alle bekannt vor. Der nächste ist Robert Root. Wild. Robert Root. Wild. Der nächste ist Ricochet. Okay. Da fehlt doch noch einer. Ist es Elias? Nein, es ist Bobby. Das ist MVP. Es ist MVP. Ich dachte schon, es ist irgendjemand krasses. Okay. Mal gucken. Also, können die Verfolger, die das nehmen, dann geht über das oberste Seil, was. Oder. Okay, wir müssen gewinnen. Jetzt hätte ich gesagt, okay, ist wieder so ein Ding. Es ist halt ein Royal Rumble, wo halt sechs Leute schon mal direkt zu Anfang starten. Na, ganz einfach, Geschichte. Aber. Ciao. Wir waren auch immer Freunde. So, MVP hat den ersten eliminiert. Ich hatte ja mal neulich so eine Folge, wo ich ganz schön angefressen war. Manch einer erinnert sich dran. So. So. MVP bleibt noch ein bisschen im Match. Ist okay. Soll er machen. So. MVP haut auch rein. So. Ciampa eliminiert Ricochet. So. Nur noch wir und Ricochet. Wilde Geschichte. Und die Frage ist, wer wird rausfliegen? Kriegt erstmal eine Short Arm Clothesline. Ricochet kriegt erstmal eine schöne Short Arm Clothesline. Habe ich nicht mitgerechnet, dass wir das so machen. Okay. Wir bleiben United States Champion, meine Freunde. Och nee. What was that all about? Just when it looked like the United States Champion had no more obstacles to clear, now he has the show off standing in his way. Dolph Ziggler is a former United States Champion himself. This is only speculation, but maybe he was upset he was left out of the match tonight. That could be, but nonetheless, the champion now appears to have a significant problem. Okay, Dolph Ziggler, meine Damen und Herren. Lassen wir so stehen. Ich habe mal immer noch eine Frage. Warum sind wir eigentlich der Anführer vom Greater God, wenn niemand uns mal irgendwie zur Hilfe eilt? Verstehe ich bis heute immer noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen. Tja, aber so ist es nun mal.
Ich darf beim Battle Royale der ehemaligen nicht mitmachen, also bin ich trotzdem gekommen. Mir reicht's, dass meine Erfolge ständig übersehen werden und man mich ständig ignoriert. Keine Sorge, das ist meine Aufmerksamkeit. Also mal gucken. Ich habe nächste Woche schon ein Match gegen King Ricochet, aber keine Angst, ich kenne von meinem Match ein paar übersehene Folge an. Wilder Hase. Okay. Was haben wir hier noch so Schönes? Hey, danke, dass du Dolph die Leviten gelesen hast. Er hat den kleinen Tim und Dawn die Snacks aus der Tasche geklaut. Der war fix und foxy. Oh Mann. Gut. Wir gehen zu unserem Match gegen Ricochet. So, es geht los. Da sind wir. Halt wie eine Promo. Das ist die erste Promo, die wir halten in dem Spiel. Hat lange gedauert. You all saw what happened last week when Dolph Ziggler attacked me after the US Champions Battle Royal. I guess he was a little upset he wasn't included and feeling overlooked in general. So, I promised Dolph that I'd come out here tonight and recognize some of the amazing moments from his career. So, let's start at the beginning, where Dolph proved he was special from day one, debuting in WWE as a preppy-looking golf caddy. How could anyone ever overlook that? Not wanting to become too big of a star too fast, Dolph then decided to become a male cheerleader. He truly was a show-off of both versatility and spirit. After those two stints were so overwhelmingly successful, Dolph again didn't want to outshine his fellow superstars, so he decided to go back to developmental to come up with another amazing persona and give back to future superstars. After this hiatus, Dolph would return and continue to annoy, I mean entertain, the WWE universe for the past decade and a half, even trying his hand at stand-up comedy in front of as many as 20 to 30 people. Speaking of jokes, I think that's about enough of that. Now I'm gonna tell you the truth about Dolph Ziggler. Der Gürtel hängt in unserem Arm drin. He's not given the credit he thinks he deserves because he has no identity. A caddy, a cheerleader, a stand-up comedian. How can he be recognized if he can't even recognize himself? But here's the thing. I know who I am. And that's the United States champion who will kick anyone's ass who gets in my way. So, Dolph, after I'm through with my match tonight, you won't be overlooked. You'll just be next. You're next. Strong words from the United States champion. He'll defend his title coming up next. So, Ricochet muss jetzt kommen, ne? Eigentlich. Wie von uns auf Social Media angekündigt. So. Mal sehen. The WWE ja, okay, es ist Ricochet, tatsächlich. So, und wir müssen dieses Match per Filmfall gewinnen. That is, unless they choose to use the title to insult Americans. The man who gravity forgot, ich verstehe. Hallo, steh doch bitte mal auf. Oh my god, the springboard attack fails to land. Jumping knee drop. So precise. Yikes, that'll either wake you up or knock you out. What a clothesline. Good grief. Setting it up. Hey, Maker. Jawohl. Here we go. You run down Dolph Ziggler like the US champion did, and you're gonna pay. Ja, irgendwie klar, ne? Where is he, though? Or you pay in the form of mind games. Either way, it's effective. I put the brakes on Ricochet. Mein lieber Ricochet. Ich hab's gerochen. Ich hab's gerochen. Und daraufhin gibt es das Knie ins Gesicht. Du frecher Fechter. Du frecher Fechter. Fechter.
Ich kann nie eine Submission ansetzen. Das fuckt mich so ein bisschen ab. And he's able to reverse. Sharp punch. Sollst du hochgehen. Climbing the turnbuckle now. Top rope. Dass dieser Move durchkommt, ist schon einfach wild. Das hat sich angekündigt. Hallo Big Boot, danke. Diskus Big Boot out of nowhere. Bam! Schön in Pin fallen und hoffen, dass es durchgeht. Eins. 2. Es geht nicht durch. Steh auf. Bam, Hammerlock. Schön Platzwunde an der Stirn zugefügt. Reicht. Und King Ricochet. Nur noch Ricochet, weil Shane Nakamura jetzt irgendwie den Königstitel hat. Warum auch immer. Entthront. Besiegt. Ne, thront ja nicht, er ist ja kein König mehr. Und daraufhin gibt es erstmal schöne Shane McMahon-Musik. Der gefallene McMahon, Alter. So. Ich habe ein Match gewonnen, obwohl Ziggler sich bemüht hat, nicht ignoriert zu werden. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich weiß, wer ich bin. Der nächste United States Champion. Ich dachte, du hast mich geblockt. Hab dich kurz entblockt und jetzt wieder geblockt. Entertaining verteidigt sein US-Championship bei Raw gegen Hale Ziggler. Ja, Mandy, das ist gar kein Problem für mich, denn Dolph Ziggler ist einfach nur eine Made und ich werde ihn zerquetschen. So. So nämlich. So. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE United States Championship. Things are about to get good. So. Nächster Kampf. Ist das Gefecht. Warum trägt er dieses... Was ist eigentlich das... Schreibt mir mal in den Kommentaren, was das aktuelle Gimmick von Dolph Ziggler ist. Stand jetzt ist er NXT World Champion. Gut. Und er ist in einem Tag Team mit Robert Root. Okay. Aber was ist sein Gimmick? Heel, jetzt sag nicht Heel, was soll er denn verkörpern? Ist er immer noch Show-Off? Ich weiß es nicht. Was ist Dolph Ziggler? Was, egal was Dolph Ziggler ist, er kriegt erstmal einen Superman-Punch. Bam, und ein Drop. Und ein Knie ins Gesicht. Und er kontert. Schön, dass man Abläufe einfach so erkennen kann. Steh auf. Mann, du solltest irgendwas machen, du Idiot. Früher hat er immer was gemacht. Wenn du dann X gedrückt hast, hast du ihn dann genommen und runtergeschmissen. Aber das kann anscheinend jetzt nicht mehr. Und wenn jemand mich kontert, dann konter ich mich. Merkt ihr das? Oh man, big time. Könnte ich kontern. Was? Du willst kontern? Nein, nicht in diesem Spiel. Zack. Kriegst du auf dem Knie ins Gesicht. Und nochmal. Knee Drops sind unsere Spezialität. Hat man, denke ich, auch schon mittlerweile gemerkt. So, wie gesagt, gerne in den Kommentaren schreiben. So.
Also, schauen wir, was wir machen können. Das nehmen wir ihn hoch und hauen einen schönen DDT raus. Das tut weh. Das macht uns Spaß. Ich kann nie eine Submission machen. Nie. Nicht ein einziges Mal darf ich eine Submission machen. Ich könnte wirklich auch. Warum nicht? Eine Unterbrechung jagt hier heute die nächste. Es ist unfassbar. So, erstmal. Böse gefressen. Jetzt müssen wir aufpassen. So, ich raus. Oh, ich habe kurz gedacht, er holt jetzt hier einen Superkick raus. Aber es ist interessant, wenn wir sowas fressen, haben wir gerade einen Balken verloren. Für ein Signature, meine ich. Interessant. Habe ich so noch nie mitbekommen. Dolph. Komm mal rein kurz. Danke. Krawatte. Hui. Strong Suplex. Aber ein Krawatte reicht nicht. Ein Krawatte reicht nicht, da muss ein Knee Strike hinterher. And he has to start protecting himself from attacks to that area. Using his body as a weapon. Und auch wenn das nicht reicht. And this match is not over yet. Things are only going to get harder from here. Die werden wir mal hier oben. Und zeigen den hier. Nachdem wir das gezeigt haben, oh, und zeigen wir den hier, Junge. Wir zeigen einen Move nach dem anderen. In diesem Fall. Was ist denn los mit dir? Zeig halt den. Weiß ich doch auch nicht. Zack, Cover. Eins, zwei, drei. I'm here to steal the show, Junge. Wir haben es ja geschafft. Weil wir Beste sind. Weil wir der Beste sind. Let's go. Ich entbocke der Tenny wieder in der Mitte. Das sieht einmal zu Glück, aber ich wäre lieber konstant gut als. Eigentlich. Mal super. 9 von 10 Mal gewinne ich. Okay. Wie wollen wir das austragen? Ironman Match oder Tour of Three Falls? Nehmen wir mal Tour of Three Falls. Irgendwas haben die eigentlich alle immer mit ihrer Block-Scheiße. Block mich nicht. Dann blockt sie mich. Dann entblockt sie mir wieder. Dann blockt sie mich wieder. Es ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Mann, ja, wirklich. Einfach dumm. Gut. So, also dann Dolph gegen uns, Tour of Three Falls. Machen wir. Aber irgendwann müssen wir versuche, Dolph zu besiegen. Versuche heißt, benutze. Versuche. So, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe nämlich gerade gemerkt, dass wir
zunehmend asynchroner werden von der Audio her. Deshalb habe ich gedacht, okay, starte ich das Online-Programm nochmal neu. Also, 2 out of 3 falls ist die Aufgabe. Wer zuerst 2 Punkte hat, gewinnt. Punkte kriegt man durch Pin oder Submission innerhalb des Ringes. Und wie gesagt, davon brauchen wir 2, um dieses Match zu gewinnen. Aber wenn ich mich recht entsinne, hatten wir in der Vergangenheit so eine Match-Stipulation schon mal. So. Zack. Ich weiß nicht, wie man Sprünge nach draußen macht. Immer noch keine Ahnung. Boah. Junge, Dolph Ziggler muss doch tot sein, wenn wir so treffen. Aua, hat uns schön ausgewichen. Daraufhin nehmen wir ihn aus. So. Man kennt uns, man liebt uns. Unser Knee-Smash ist einfach eine Bank. Kann man sich, das ist halt eine der wenigen Konstanten, die wir halt haben. So. Daraufhin ein Elbow Drop. Eigentlich nicht. Daraufhin gibt's schöne Schläge gegen das Gesicht. Brutality, Junge. Bin ich Rhea Ripley? So, jetzt bitte, setz das Boot gegen durch ohne Drehung. Dolph Ziggler hat uns gekontert. Dolph Ziggler hat uns gekontert. Ich fasse es nicht. So, nur mal kurz pushen. Wir sind bereit für dich, Dolph. Bam, haben wir einen Felsbuster. Wir können keine Submissions durchbringen. Sorry, hab's vergessen. Wie kann ich nur... Wir hatten gerade den perfekten Zigzag für ihn vorbereitet. Wir waren in der perfekten Situation gerade für ihn, den Zigzag zu fressen. Der hat ihn nicht durchgebracht. So. Da haben wir einen Schein gehabt gerade. Bin ich ehrlich. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Neckbreaker können wir nicht kontern. Warum sollten wir auch eine Aktion von Dolph Ziggler kontern? Ja, Ziggler tritt auf, das gefällt mir nicht. Ich würde gerne die Neckbreaker kontern. Hallo. Nee, Superkick, kannst vergessen. Ja. Kein Superkick für den kleinen Dolph. Kein Superkick für dich. Aber ein Dropkick für uns. In Fresse. Shawn Michaels! Ladies and Gentlemen. Shawn Michaels. Da war er. Der einzig wahre. Böser Superkick. Oh, nochmal ein Superkick. Dolph will's aber auch wissen. Ein Islands Call. Beenden wir das. 1, 2, 3. So. Da haben wir ihn besiegt und wir haben ordentlich geblutet, so wie es gerade aussieht auf der Stirn. Ja. Das erste Mal, dass wir blutig, aber gut in das kommende Match oder in die kommende Folge starten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Ich mache jetzt schon mal die Abmoderation. Ja, wir haben Dolph Ziggler besiegt und ich glaube, eigentlich müsste die Storyline ja jetzt abgeschlossen sein, ne? Oder? Wir haben jetzt Ziggler clean besiegt, nicht nur einmal, mehrmals. Total Free Falls, ich meine, 2-0, klarer geht's ja nicht. Was will der denn noch? Ja, wollte schon sagen, Story abgeschlossen. Gut, dann wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.